Please, Doros. Yeah. I join the wild spirits. War das einer von... Ach du meine Güte. Das war meine Ranger-Gilde. I join. You won't get my gold. My ambition has paid off. Da war definitiv jemand stinkig darüber, dass ich seine. Majesty, the palace is under siege. Slave Dance zerstöre. Sovereign, a building has been upgraded. An unwelcome guest. Halt! I serve with pleasure. Sogar unsere Gnomenhütte hat's erwischt. The unholy are near. Ja, Paladine sind recht stark vor den Lebenspunkten und den Stats. Your Majesty, a new building is complete. Ich habe ziemlich viele Ranger verloren, merke ich gerade. Ja. Aber so wie es aussieht, sind wir sogar die Goblins losgeworden. The unholy are near. I feel revitalized. Praise Doros. Ich werde wieder das Geld klauen. Und mein Schloss endlich mal upgraden. The unholy are near. Halt! Was sagt mein Roster zu Gnomen? Da habe ich noch mindestens 3 Stück. Sogar noch mehr. So. Jetzt habe ich kein Gold mehr. Your Highness, the palace renovations are finished. Und ich sollte hätte die Ranger-Gilde hierhin verlegen sollen. Das ist gerade die Gilde, die am wenigsten aushält. Oh, tough fight. Your Majesty, the royal treasury is nearly empty. Ja, ist schön, dass meine Tax Collectors rumlaufen. Ich setze mal das Minimum Return auf 200. Bei beiden. Und hau gleich noch mal einen Markttag raus. In the name of the sovereign. Ja, ich bräuchte einen Tempel von Dauros. Das ist der teure Tempel hier. Ja, die Steuertreiber sind jetzt sogar hier unten unterwegs. Ein Minotaurus mal wieder. My ambition has paid off. He
In the name of the sovereign. I feel revitalized. Mal sehen, ob sie es schaffen, ihm zu helfen, bevor er umkippt. Nein. The wild spirits. Ich wäre wirklich froh, wenn das mal einer aus... Nein. Der Doppelklick ist etwas... zimperlich in diesem Spiel. Wenn wirklich jemand langsam mal das Geld aus dem Marktplatz einsammeln würde. In the name of the sovereign. Sonst muss ich bald mal wieder das Geld klauen lassen. Ja, du hast Geld. Bring's weg. Du hast jetzt ordentlich Geld. Bring's bitte weg. So, gradet mal die Schmiede endlich auf. Und Teleportationsamulette, die könnten auch praktisch werden. Sovereign, a building has been upgraded. Sehr gut. Das heißt, Waffen verbessern, Rüstung verbessern. Einfach alles verbessern. Your marketplace now serves you better. Und ein Tempel von Dauros bauen. Oh, hier drüben hin. I serve with pleasure. Da ist jetzt wieder ein Haufen Geld drin. Majesty, the local blacksmith offers new services. Und noch bessere Rüstung. Gut. Und Reward. Flag hier drauf. Your Majesty, a new building is complete. More gold, Your Majesty. So, die Gilde ist voll, also können wir gerade keine Paladine anheuern. Wir können jedoch Mönche anheuern. So, wir können immer noch einen Temple of Aquella bauen. Holen wir uns mal so einen Mönch. So, das ist ein Mönch. Head of Steel. Ja, formidable fighting abilities and defense spells. My ambition has paid off. Keep it coming. Und ja, ihr seht, wie groß die Map hier ist. Wie lange meine Leute brauchen, um sie... Aufzug decken. So, noch mehr Sklaven befreit. Hauptsächlich wieder Gnolle. Eigentlich nur Gnome. Hier ein Inn bauen. More gold, Your Majesty. I serve with pleasure. Ja, meine Häuser generieren Geld.
Your Majesty, our new building is complete. In the name of the Sovereign. Und wir haben ein Inn hier unten. Gut. Und jede Menge Geld da drin. Wir können mal die Gilde von den Dieben verbessern. Your Majesty, the royal treasury is nearly empty. Ja, weil dein Haufen Geld im Marktplatz drum liegt und unsere Tax Collectors es nicht schaffen, das abzuholen. Sovereign, a building has been upgraded. Jetzt aber, ich hoffe mal, du gehst zum nächsten Guardhaus. Oder zurück zum Palast von mir aus. Und die fasst das Geld ab. So, noch mehr bessere Waffen. Oh, und wir haben die letzte Gilde eingerissen. Und Ulschek ist da. Okay. May attack at range with fiery blasts. Ja, das ist das dreiköpfige Monster, was wir töten sollen. So, Gilde ist voll. Das ist gut. Wir kriegen langsam Geld rein. Und wir geben eine 1000er Attack Flag auf das Vieh, weil das direkt auf uns zurennt. Majesty, the local blacksmith offers new services. So. Praise Doros. Ja, man merkt, das Vieh ist stark. Aber ich denke mal, beim Paladin ist es stärker. Energies of light. Also beim Paladin, der zeigt sich recht unbeeindruckt. Wobei, es geht so gerade. Sie hat aber genug Tränke. Währenddessen leveln die Mönche hier schön ab. Energies of light. Ja, wir haben das eigentlich auch schon geschafft. Weil jetzt schlagen wirklich alle auf ihn ein und er ist tot. We are victorious, Your Majesty. Gut. Our people are freed and the Earl Sheck is dead. Vim the Hunter had offered to stuff and mount that insidious beast for display in your trophy room, but its body decayed at an alarming rate, leaving a caustic ooze. May this terrible presence never again threaten our people. We will be vigilant, Your Highness. Statistics. 29 Gebäude gebaut, 4 verloren, 32 stehen. Sehr viel Gold gemacht. Ja, wir hatten nur 8000 Startgold. Das haben wir fast wieder reingeholt. Einen Haufen Gold haben wir ausgegeben. Sehr viel bei Helden und bei Gebäuden. Und bei Reward Flex. Wir haben 18 Helden verloren und 30 rekrutiert. ...21 Henchmen haben wir verloren. Das können wir leider nicht so gut entscheiden. Gut, damit haben wir unsere erste... ...Dings, unsere erste Advanced Quest geschafft. Wie gesagt, die beiden heben wir uns mal auf, ich glaube... Ja, die drei Quest-Dinger sollten wir angehen. Vielleicht sollten wir vorher die Goblin-Horden versuchen. Ich weiß nicht mehr, wie schwer die Goblin-Horden genau waren. Ich weiß, die beiden waren recht nervig, deswegen will ich die als letztes machen von den Advanced-Quests. Und dann haben wir ja noch...
da 3 Expert-Quests. Und hier 2 Expert-Quests, die wir noch aufdecken müssen. Slay the Mighty Dragon. Gehört das noch hier zum Süden oder zum Norden? Ja, Sions of Chaos. Ich glaube aber, das gehört noch zum Süden. Und ist auch eine Expertenquest. Also ja, 4 Expertenquests haben wir so noch und 2 zum Aufdecken. Das sind 6 Expertenquests. Und auch so haben wir noch ziemlich viele Advanced Quests. Also 3, 4, 6, ja. Bevor wir dann zum endgültigen Ende kommen. Gut, aber ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Cut. Bis zum nächsten Mal.